Ja, begrüße euch recht herzlich zur nächsten Programmvorschau. Ich zäume jetzt aber mal das Hinten vom Pferd auf und fange mal so an. Klar, den Hauptfilm könnt ihr wieder gerne schauen bei VK, BitChute, Odyssee und Rumble. Ich habe jetzt das hier nicht eingeblendet, sondern nur wieder letzten Endes ein Teil des ganz widerwärtigen, ekelhaften Wahnsinns. Aber ganz am Anfang gibt es dann noch mal ein paar Worte zur Sabine. Sabine ist ein Pseudonym, die jetzt eben letzten Sonntag verstorben ist. Ich glaube auch relativ friedlich. Der Sohn hat es mir dann mitgeteilt. Ich habe das große Glück gehabt. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Hauptfilm seht oder sehen möchtet. Dass es auch wirklich dann friedlich, ziemlich friedlich vonstatten gegangen ist. Da gibt es am Anfang dann noch so ein paar Worte zur Sabine, nochmal ein Pseudonym, ein Weib, dem ich nach wie vor, glaube ich, echt sehr viel zu verdanken habe, die mich zum Aufwecken, Aufwachen gebracht hat, die, ja, tja, jetzt erstmal von uns gegangen ist, aber trotz alledem immer noch hier sein wird, in irgendeiner Form. Und ich freue mich auf ein Zeichen von ihr. Das werde ich auch garantiert bekommen, sonst wäre es bei ihm nicht an dem Tag, wo sie verstorben ist, so irgendwie kurz erbärmlich gegangen. Klar, ist, gebe ich zu, dann wechseln sich hier auch meine Gefühle immer mal wieder ab. Manchmal bin ich dann auch, ja, lustig drauf, mehr oder weniger, lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu und dann fange ich dann auch wieder bald an zu flennen. Also das ist jetzt noch so hier so ein emotionaler, ich sage jetzt nicht Kampf, sondern eher ein emotionaler Kampf. Ich bin heilefroh, dass sie da, also jetzt nicht unbedingt, dass sie gestorben ist, wobei ich auch immer wieder gesagt habe, alle Menschen, die in Frieden und ohne große Probleme und ohne große Schmerzen, ohne große Atemnot jetzt gestern gestorben sind, jetzt sterben, in 2 Tagen sterben, denen kann ich immer nur sowieso eine gute Reise wünschen. Den lieben Gott wünschen. Entschuldigung, wieder. Nein, ich sterbe jetzt noch nicht. Den lieben Gott, den Heiligen Geist und den lieben Jesus bitten, dass er da gnädig ist und sie in sein Himmelreich mit aufnimmt. Ja, das wird das Intro sein dann vom Hauptfilm. Aber dann müssen wir ja leider wieder zur normalen Tagesordnung übergehen. Müssen wir das? Das weiß ich auch nicht. Eigentlich auch nichts Neues, sonst wie. Aber ist halt jetzt so mein Stil. Und da mache ich jetzt halt noch ein bisschen weiter, so wie ihr es gewohnt seid. Dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder und macht's gut. Gelangt zur Lieblingsplattform und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!